richtig schnell von der Hand. Und das ist doch natürlich schön für uns, die wir hier CS gucken wollen und nicht warten wollen. Und damit gehen wir auch schon in die Knife Round. Die Berserk bisher schon zweimal für sich entscheiden konnten. Sie haben hier auch zumindest den Vorteil, dass sie im ersten Match gegen die Blue Jays Mirage gespielt haben. Sind also ein bisschen eingespielt auf der Map. Ja, und Berserk schön gemacht von Rack, wie er da von unten dran geht. Ist noch mit Full HP da. Kriegt auch noch einen, bevor er dann... Ja, Tarsin macht's am Ende, auch wenn da Xelbaun nochmal richtig schön von hinten ankam. Berserk darf deswegen wieder stehen bleiben und diesmal sind dann die Namen oben auch richtig eingetragen. Yay dafür, denn das ist für mich irritierend und für Zuschauer natürlich verwirrend, wenn da oben was anderes steht, als da eigentlich die Teams drin sind. Berserk, die brauchen keine Introduction von mir mehr. Leisure, da haben wir Xelbaun, Jensen, Paddo, Meyer und Amigo. Definitiv ein starkes Team, die jetzt aber von Kito schon zerschossen werden. Zwei Headshots von ihm. Dann kann Jensen Rack zumindest holen. Solek kommt aber auch schon von hinten. Oh, der hat Paddo gehört. Kriegt den Kill und jetzt sind sie boxed in. Aber sie nehmen die Flucht nach vorne an und Meyer mit der Tech 9. Zackert einfach mal den Toni um die arme Sau. Dann am Ende Tarsin aber mit dem Headshot gegen ihn. Solek von hinten hat definitiv mit die Runde entschieden. Und Berserk, die fangen wieder sehr, sehr gut an. Die sind natürlich gerade auch aus einem Match gekommen, das man zumindest teilweise vielleicht als Warm-up bezeichnen kann. Die Stofftiere haben nicht ganz so viel Gegenwehr leisten können, wie man vielleicht gehofft hat. Aber dadurch natürlich jetzt die Spieler von Berserk voll von Confidence. Man sieht es, man rattert da einfach über Leisure drüber weg. Ah, Jensen, der ist, glaube ich, gesehen worden. Der sollte mal seine Augmentationen benutzen. Dann, denke ich, wäre das hier ein einfaches Spiel für Leisure. Aber Paddo ist es, der zumindest wieder eine mögliche Runde draus macht. Denn jetzt ist es ein 2 gegen 3. Ja, und Jensen, der wartet hier immer noch. Der will den Kill gegen Solek unbedingt. Interessante Smoke. Ich denke nicht, dass sie so sollte, aber ja, habe ich zumindest so noch nicht gesehen gehabt. Leisure zieht sich jetzt auch so langsam zusammen. Paddo bringt die Bombe zu seinem Mate. Tarsin hat es gesehen, jetzt ist auch bekannt, wo es da lang geht. Kann den Kill aber noch nicht setzen. Trotzdem in der Ecke, da ist auch noch, da war auch noch immer Solek, aber mehr als für seinen Mate ablenken. War dann auch nicht, aber das hat gereicht. Tarsin macht es, nimmt nochmal die Kills mit und somit auch der Force Buy von Leisure klar umschifft bei von Berserk, die hier höchstwahrscheinlich gleich auch mit 3-0 in Führung liegen sollten, denn Leisure hat eine einzige Waffe gekauft und das ist eine P250, ansonsten hat man noch eine Flash, will hier wahrscheinlich die Bombe legen, es soll durchs Haus gehen und Toni! Toni kriegt sogar zwei. Oh mein Gott, ich habe ihn nach dem ersten schon tot gesehen. Und Rack, der räumt dann auf. Somit kein Bombenplant für Leisure. Die werden trotzdem in dieser Runde in den Buy gehen. Ein bisschen was an Granaten wird fehlen. Da hätten die 800 natürlich nochmal gut getan. Aber man kann natürlich nicht immer alles haben. Ja, Tarsin ist da wohl ein bisschen dicker, musste sich da durch das Loch erstmal richtig durchziehen. Das hat ein bisschen gedauert, aber ihr seht es auf der Map. Da in der Mitte gab es natürlich überhaupt keine Aggression von Leisure.
Deswegen Keto auch einfach, nimmt das einfach ein. Das hat er vorhin gegen Blue Jays auch schon mal gemacht. Und genau so scheint er es nochmal versuchen zu wollen. Es ist hier Amigo, der lenkt aber nur ab. Und ich glaube, das haben sie mitgekriegt. Oh, und da sieht er einen, der wird aber abgezielt. Meyer guckt nach hinten. Und Keto diesmal nicht erfolgreich. Aber man weiß jetzt, dass höchstwahrscheinlich ein Großteil von Leisure zumindest vor A stehen wird. Die Frage ist, zieht sich Leisure nochmal zum anderen Spot zurück? Warten sie jetzt einfach, was passiert? Noch stehen sie für diesen Aargau. Und auf den haben sie sich jetzt festgelegt. Da dürften gleich die Granaten fliegen. Und dann kommt es hier auf Rack und Tarsin an. Tarsin Unterholz. Und da wird einfach gelegt. Wieso nicht? Man legt in der Smoke. Kann man machen. Rack sofort gestorben. Aber Tarsin immer noch behind enemy lines. Xelbo holt ihn dann. Den stört die Smoke da überhaupt nicht. So sind es nur noch Toni und Solek. Ja, Solek findet da in der Mitte direkt Amigo. Sofort den Kill geholt. Das sind nicht nur 600, das ist hier auch nochmal die Möglichkeit, vielleicht was aus der Runde zu machen. Aber es sieht nicht unbedingt so aus. Oh, war das da nochmal der Anschuss gegen Jensen? Aber natürlich, Berserk, die ziehen sich hier nur noch zurück. Toni und Solek, die wollen hier die AWP und die AK durchbringen. Wieso nicht? Da muss man halt manchmal auch Schadensbegrenzung betreiben. Das machen sie hier sehr gut. Und, so, und deswegen haben wir hier auf jeden Fall nochmal das Geld bei Berserk, mit dem sie hier kaufen können für die Runde. Und Leisure, die müssen die Folgerunde mitnehmen, ansonsten sind sie es, die hier in Geldprobleme direkt wiedergebracht werden. Doppel-AWP sehen wir jetzt auch bei Berserk. Toni und Solek wollen es mit dem Dingen machen. Wieso nicht? Ganz schnell bei Leisure geht es aber durch den Underpass und gleich Mitte-Kontrolle. Solek steht hier natürlich an einer starken Position mit der AWP. Auch Toni ist da und wartet nur darauf, dass Xelbo vorgeht. Und er setzt sich genau ins Fadenkreuz. Da ist er tot. Und auch Solek kriegt den Easy Frag. Er muss nur Maus 1 einmal runterdrücken. Und schon sieht es bei Leisure schlecht aus. Zwei Schüsse, zwei Tote. Und die Runde ist noch nicht vorbei. Aber sie ist ungleich schwerer geworden für das T-Team. Trotzdem, Berserk muss hier aufpassen und da sage ich es, Keto zieht schön vor, hat geflasht, gibt dann den Headshot. Damit sind es nur Jensen und Amigo, da wurde noch nicht mal Schaden an den Spielern gemacht. Und gerade sage ich es, da habe ich Keto gejinxt, es tut mir leid, aber irgendwer von euch muss dann irgendwann auch mal sterben. 2 gegen 4, 38 Sekunden noch, sie sind im Connector, aber Toni, der sitzt hier gut. Und ragt dann, oh, Toni von der Seite. Ach, der erste war Tarsin von kurz. Wieso nicht? Da waren die CTs überall richtig. Und keine Chance für die beiden Ts, da noch irgendwo groß durchzukommen. Somit 4-1, Worst-Case-Szenario bei Leisure. Die gehen jetzt erstmal in einen Pistol bei. Haben eine Smoke gerade in die Mitte geworfen oder sowas. Genau, da ist sie geflogen Richtung Kurz. Da wollen sie jetzt schnell durch. Keto sitzt hier, der hat Füße gesehen. Kriegt einen, aber dann... Oh, Amigo mit dem Double Kill. Oh mein Gott, aber dann super. Der Molotow da rein von der Seite. Rack, oh, der lebt gefährlich. Er wird angegangen, kann den Kill gegen Meyer nicht setzen. Aber ein Zelbo verbrannt. Und dann Meyer von der Seite... Hier ist jetzt der letzte gegen 2. Hat die M4 in der Hand. Das ist fast unmöglich. Der Molotow kommt, da muss er raus. Tarsin macht es. Sehr schöne Runde von Leisure. Jetzt wird nochmal Tarsin Richtung AWP geschickt. Man will hier weiter Doppel-AWP spielen. Kann man natürlich auch verstehen. Jetzt die Bombe diffused und das sah gefährlich aus und dann hat Rack das da von seiner Position hier an Danger Boxes, an den Fireboxes super gemacht, hat erstmal dafür gesorgt, dass hier eine No-Go-Zone für Leisure war, durch den Molotow hat er sogar noch einen, ich glaube selber war es, geröstet
Und ja, dass dann von hier aus jemand kam, der ihn schlussendlich mitgenommen hat. Alles kann er natürlich auch nicht alleine machen. So, 5 zu 1. Und die nächste Waffenrunde für Leisure. Wieder Stress in Connector. Toni wird da geholt, aber Toni macht sogar noch einen nach dem Tod. Auch Kito und Tazid erfolgreich. So leck. Oh, sofort. So schön gemacht. Jetzt ist es nur noch Amigo. 1 gegen 2. Das ist definitiv möglich für ihn. Er muss jetzt schnell hier so leck holen. Gleiches Rack auch da. Rack kommt. Und dann kann er die Hits nicht setzen. Etwas drüber geschossen. Und Rack, der lässt sich das nicht zweimal sagen. Der gibt den Headshot, nimmt den Kill mit. 6 zu 1. Und wieder kein Geld bei Leisure. Ach, Berserk, die können sich auch nicht unbedingt so die Bank aufbauen. Ein paar Tausender sind da drin. Aber auch nur bei Rack und bei Solek. Das ist aber auch das Einzige, was Leisure momentan schafft, immer wieder die Kills zu holen, um das Geld bei Berserk klein zu halten. Aber die Runden, die holen sich Berserk doch dann immer wieder mit. Jetzt soll es durchgehen, durch die Action, langsam und leise anscheinend. Da haben sie schon, oh, da kriegen sie richtig was ab. Rack mit dem Double, Rack mit dem Triple. Kito und Toni dann mit den letzten beiden Kills. Und da sind die Ts gerade mal annähernd aus der Action rausgekommen. Da waren sie auch schon tot. Keine Chance, ohne Granaten, ohne Waffen, ohne Kevlar, da irgendwas gegen die starke Deckung von Berserk momentan zu machen. Aber jetzt haben sie wieder die AKs und die AWP bei Amigo. Trotzdem sehen wir bei Berserk immer noch da das Doppel-AWP-Setup. Und dann Kito, der hier verschießt, all in Position, kann den Kill nicht setzen, hat da zwei Hits gegen Xelbor machen können, aber das reicht natürlich nicht. Somit Berserk von Anfang an ein Mann weniger auf dem Platz. Und müssen jetzt gucken, ob sie irgendwo den Vorteil sich wieder zurückholen können. Da hat in der Mitte, Toni war es glaube ich, nochmal sehr gefährlich gelebt. Am Ende konnte Xelbor den Headshot da nicht setzen. Oh, und das ist gerade sehr interessant. Leisure entscheidet sich, wieder Richtung A zu gehen. Aber Berserk hat schon gesagt, ja, Tazin, wir lassen dich alleine auf B und stellen uns halt zu dritt wieder auf A hin. Das heißt, Leisure rennt hier in den Standard, in eine Standarddeckung vom A-Spot rein. Und das könnte sich natürlich jetzt noch als tödlich erweisen. Oh, Rack hat was gesehen. Molotow hin. Der hält es kurz auf. Oh, und der Xelbor, der ist da durchgegangen, aber er verbrennt kläglich. Rack wird rausgezogen. Oh, da dachte ich schon, er kriegt noch einen, aber nein. Trotzdem Toni mit zweien, so schnell dreien. Oh, Toni und den letzten, den kriegt er nicht. Es ist hier noch Jensen. Der kann dann keinen mehr mitnehmen, außer den armen Toni. Der hat seinen Schaden angerichtet mit dem 3K, die er direkt hintereinander reingehauen hat. Und Leisure, die stehen nicht gut da. 1 zu 8 aus ihrer Sicht. Berserk hier gerade deutlich stärker. Ja, und Solek, der stirbt gar nicht. Der ist in 9 Runden bisher einmal gestorben. Ich meine, er spielt natürlich auf dem B-Spot, da ist nicht ganz so viel los. Deswegen hat er auch nicht ganz so viele Kills. Aber trotzdem, es ist selten, dass man jemanden sieht, der so lange so wenig stirbt. Aber wir können natürlich direkt nochmal weiter gucken. Toni und Rack, die führen hier mit 10 Kills das Scoreboard an. Die beiden Spieler, die es bisher geschafft haben, auf diese zweistellige Nummer zu kommen. Tazin kratzt da mit seinen 9 Kills dran. Auch Kito nicht weit davon entfernt. Auf der anderen Seite ist da deutlich weniger Kills. Sind da deutlich weniger Kills geholt worden. Jensen führt es an mit 6 Kills. Und dann haben wir 6, 5, 4, 2, 3. Im Grunde hat Leisure da eine kleine Leiter gebaut. Aber naja. Ja, LP Senk jubelt hier Leisure nochmal an. Alle Fans von Leisure, die könnten das jetzt auch mal machen, denn ich denke, die können hier ein bisschen Aufwind gebrauchen. Ein bisschen von euch nach vorne gepeitscht werden,
um hier nochmal ein paar Runden selber mitzunehmen. Haben sich jetzt dafür entschieden, einen Force-Buy anzugehen. Wirklich gut sieht er nicht aus. Sie haben viel zu werfen, aber es fehlen die Waffen. Eine AK, zwei Galils, zwei Tech-9s, alles gefährliche Waffen. Aber die Doppel-AWP von Berserk, dagegen hat man dann gerade keinen richtigen Counter. Und in der Mitte Toni. Oh, hätte er da geschossen, er hätte direkt wen erwischt. Da war er genau drauf. Aber noch passiert hier nicht viel. Leisure haben so ein bisschen schon mal die Luft getestet. Oh, schön. Solek sieht da den Arm und Xelbau muss dran glauben. Sein Elbow hat ihn getötet, hat ihn da verraten. Die verräterische Sau. Und damit Leisure. Es fängt wieder nicht gut an. Kann man sich zumindest Xelbaus AK unter den Nagel reißen. Aber sie wirken noch nicht. Jetzt geht's Richtung B-Spot. Sie haben sich entschieden. Der andere Spieler, schon einer gestorben. Tarsin sitzt hier, nimmt nicht beide mit. Somit haben wir hier immer noch Amigo als einziger Verbleibender. Ist bekannt, wird von der Seite geholt. Einfacher Kill für Kito. Keine Chance in dem 1 gegen 3. 9 zu 1. Und es sieht gerade nach einem sehr schnellen Match aus, denn Leisure, die können wenig von ihrem Skill zeigen. Die werden direkt down geschottet, sobald sie irgendwo sich auf den Weg hinmachen. Und so einen Lichtblick habe ich bisher in ihrem Spiel auch noch nicht gesehen. Die müssen sich hier definitiv nochmal was einfallen lassen. Haben wieder Force gebeit, 3 AKs. Ja, Berserk hat wahrscheinlich auch gedacht, dass es ein bisschen zu schwer ist, gerade für Leisure. Deswegen wird da Tarsin runtergeschossen. Xelbau kann das ausnutzen. Geht's raus. Der A-Spot im Grunde gefallen, auch wenn nur ein Spieler gestorben ist. Ja, und Tarsin gestorben, weil er von Kito angeschossen worden war. Ansonsten hätte er höchstwahrscheinlich den Kill selber noch machen können. Denn Jensen, der hat ja auch einen Headshot kassiert. Trotzdem 4 gegen 3 Situation. Jensen macht sogar noch einen. Somit nur noch die beiden AWPs, Toni und Solek gegen 4. Da ist es auch wurscht, dass Jensen low geschossen ist. Amigo hat sie beide gesehen. Und Jensen, der macht halt noch einen. Nur noch Solek, der will seine AWP weiter in Sicherheit bringen. Amigo hat sich die AWP von Toni gesichert. Mal wieder eine Runde für Leisure. Da hat es gereicht, dass man nur diese 3 AKs hat. Wenn man so schnell sich da aus der Action auf den Spot bewegt und dann instant den ersten Kill kriegt, dann hat man natürlich gutes Glück in der Runde. Und das hat Leisure dann einfach nicht mehr aus der Hand gegeben. Sehr schön von Jensen gespielt gegen Kerrigan da. Und jetzt Toni in der Mitte. War ein bisschen geflasht, aber er kommt auch nochmal weg. Zwei Spieler sind hier aber schon aus der Action raus. Oh, Jensen hat die nicht gesehen, aber der nimmt einen anderen mit. Solek war auch nochmal erfolgreich. Und Toni weiter erfolgreich. Der hätte schon sterben können. Kito. Gerade dann ist die Smoke weg. Flash gegen Jensen, der kann nicht mehr sein Wunder machen. Ist jetzt bekannt, dass er davor gegangen ist schon. Da steht Tarsin, den kriegt er aber wieder das Duell gewonnen. 2 gegen 2, wieder die beiden AWPs. Diesmal etwas einfacheres Spielfeld für sie, denn es ist ein 2 gegen 2 Retake, nicht ein 2 gegen 4 Retake. Solek kommt von hinten, hat damit eine Joker-Position. Oh, da ist er aber gesehen worden. Höchstwahrscheinlich zumindest. Aber dann den Molotow gegen Jensen. Der muss da raus. Oh, und dann schießt er zu früh. Nimmt sich jetzt die M4 seines Mates. Und dann Onspot. Aber Meyer macht, dass er super wieder rausgeht. Toni! Und dann Jensen, der wieder sein Team rettet. Zweite 3K in Folge von ihm. Und somit Leisure mit der dritten Runde und zwingen Berserk hier das erste Mal auch in eine Eco. Sie holen wieder auf. Leisure lässt sich nicht unterkriegen. Und jetzt haben sie anscheinend die Möglichkeit gefunden, wie sie durch die Deckung von Berserk durchkommen. Bisschen schneller spielen Richtung A-Spot und das funktioniert.
Drei Mann Richtung Mitte, die wollen da kurz durch. Da sind aber vier Spieler, vier CTs. Können die es aufhalten? Oh, das hat man mitgekriegt, dass Tarsin da von hinten kommen wollte. Der B-Spot ist offen. Das hat hier nicht ganz so funktioniert, wie sich Berserk das erhofft hat. Toni auch bekannt. Man hat da auch Rack gesehen. Ja, Meier, schöner Headshot durch die Rauchfaden des Molotows durch. Es sind Kito, Toni und Solek noch. Und das Einzige, worauf die hier im Grunde noch hoffen können, ist, dass sie ihnen ein T vielleicht irgendwo reinläuft und sie sich noch eine Waffe ergattern können. Kito mit dem Headshot gegen Pardon. Der macht sich gerade auch auf den Weg. Hat den Jump aber leider nicht geschafft. Oh, oh, oh. Und Solek jetzt. Solek ein. Kann er, nein, er kann den Tarsin leider nicht machen. Trotzdem ein Kill ist schon mal ganz schön. Eine AK kann sich Kito hier auch sichern. Der kommt damit auch noch weg. Zumindest ein kleines Trostpflaster für Berserk, dass sie diese eine Waffe aus der Runde rausbringen. Können jetzt kaufen. Dadurch kann Kito dann auch eine Waffe legen. Sagt man nichts gegen den Tarsin. Kann Vollgranaten kaufen dafür. Und das ist das, was Berserk momentan am meisten noch fehlt. Toni mit der AWP. Für den hat es nicht mehr gereicht, noch was zu werfen, dazu zu kaufen. Und auch Rack hat nicht ganz so viel. Toni ist da auch bekannt im Fenster. Muss sich jetzt zurückziehen durch den Molotow. Wieder die Mittelkontrolle von Leisure. Oh, aber der Kito geht einfach vor, der kriegt den Kill nicht. Oh mein Gott, Major Meier kann direkt wieder zurückswitchen. Und kriegt dann den Kill. 27 HP noch, aber das darf so nicht passieren. Toni verschießt auch. Ganz uncharakteristisch für ihn momentan der Kill gegen Kurz. Oh, er hat sogar getroffen. War das der Hit gegen Pardau? Ja, das müsste der Hit gegen Pardau gewesen sein. Den er da gekriegt hat. Rack findet einen, kann den Kill aber auch nicht setzen. Und gerade fehlt es bei Berserk daran, die Kills selber setzen zu können. Sie machen Schaden, aber Schaden reicht schlussendlich nicht. Auch Toni ist jetzt bekannt, kriegt nochmal eine richtig schöne HE ab. Also da liegt er nicht gut. Tarsin kann es jetzt endlich machen, tötet Jensen. Und auch Toni, dieses Mal trifft er mit seinen 6 HP immer noch sehr gefährlich. Oh, und Meier kommt da nochmal in die Ecke. 2 HP. Er sitzt da hinten in der Ecke. Ja, und Tarsin, der konnte das natürlich riechen. Er wusste, dass das ist. In der Ecke steht Pardau. Wird der nochmal gecheckt? Ja, der ist sofort tot. Und damit ist es noch Amigo gegen 3. Kriegt den ersten. Jetzt ist er bekannt. Es ist auch nicht für ihn gelegt. Sie können sich einfach hinsetzen und durchdiffusen. Und er muss jetzt drauf gehen. Toni sofort gefallen. Oh, aber Tarsin zieht durch. Und Amigo hat es nicht gedacht. Wäre er drum gelaufen, hätte er die Runde gekriegt. So kriegt er am Ende noch den Kill gegen Tarsin. Aber der hat sich gedacht, nee, ich brauche hier nicht faken. Ich habe die Eier. Ich ziehe das durch. Gewinnt die Runde für Berserk. Und das Momentum von Leisure damit erstmal wieder gestoppt. Trotzdem sehen wir bei Berserk, dadurch, dass sie alle Waffen verloren haben, jetzt nur nicht so gut dabei. Oh, Kito kommt da nochmal einigermaßen weg, aber in der Mitte wird er auf jeden Fall jetzt sterben. Xelbau, er aimt es schon ab, er will unbedingt den Kill. Oh, man kriegt Kito, kriegt noch einen Kill, ich glaube es nicht. Mit seinem, er kriegt sogar noch 2, der hatte doch überhaupt nichts mehr, der war bekannt, der musste da unten drin sitzen. Aber er sorgt dafür durch seine 2 Kills, dass es noch ausgeglichen ist. Oh, so leck. Stirbt dann aber und auch Xelbau kann sich einen Kill holen. Jetzt haben wir nur noch Toni im 1 gegen 3. Letzte Runde. Er muss es natürlich versuchen. Es bringt ihm jetzt nichts, seine Waffe durchzubringen oder sonst was zu machen. Er muss hier drauf gehen und dafür ist er gerade sehr langsam. Natürlich muss er in alle Richtungen aufpassen, aber wenn er hier noch eine Chance haben will, die Runde zu holen, ja, da ist es auch zu Ende. Jensen kriegt eine schöne Flash rein und dann zieht er rum, macht den Kill 10 zu 5. Leisure hat sich hier in den letzten Runden definitiv nochmal ins Match zurückgekämpft.
Ja, wenn wir auf die Stats gucken, dann hat sich natürlich Leisure so ein bisschen auch in denen wieder rangekämpft. Gerade Jensen mit seinen Back-to-Back-3Ks hier. Ich glaube, in dieser und in dieser Runde war es, hat er seinem Team hier die letzten Runden auf jeden Fall noch beschert. Er hat 15 Kills, ist damit Top-Fragger, hat anderthalb Mal so viele Kills wie der zweitbeste Fragger bei Leisure momentan. Auf der anderen Seite sind die Spieler ein bisschen näher beieinander. Toni führt insgesamt das Scoreboard mit seinen 16 Kills an. Ganz unten Solek mit 9, der kratzt auch schon an der zweistelligen Killzahl. Und wir gehen auch in die erste Runde der zweiten Halbzeit. Für Leisure wäre natürlich die Pistol-Round jetzt unbezahlbar. Sie müssen sie im Grunde holen. Haben zwei Spieler mit Equipment, sieht man nicht mehr so häufig. Oft haben beide Seiten einen Mann mit Equipment, aber natürlich auf beiden Seiten kann man den Molotow und die Flashes natürlich immer gebrauchen, auch in den Pistol-Rounds. Berserk spielt es erstmal langsam und leise. Tarzin hat jetzt den ersten gesehen, kriegt einen Hit ab. Weiß also, dass da ein CT-Spieler offensiv ins B-Haus reinguckt. Und jetzt, denke ich, sehen wir gleich den GAU über die Mitte. Eine Minute noch auf der Uhr, jetzt geht's Mitte durch. Xelbau hat's gesehen, er kann ansagen, da sind alle. Da sind auf jeden Fall alle, die gehen hier den Connector hoch, wollen Richtung A, nehmen den Jungle ein. Oh, da ist er ganz knapp weggekommen, aber Amigo, der hat den Call vielleicht noch nicht gehört gehabt. Trotzdem, oh, da wird gelegt, aber das deckt halt keiner. Wieso das denn? Da muss man doch irgendwas machen, eine Smoke hinwerfen oder was auch immer. Da kann man doch nicht so offensiv decken, ohne dass da einer zumindest versucht, nach kurz das ein bisschen abzuhalten, wenn da gelegt wird. Ein ganz, ganz dicker Fehler von Berserk. Ja, und Leisure, die können sie jetzt einfach einen nach dem anderen picken. Die Bombe kann einfach nicht groß gelegt werden. Kito macht einen, aber das dürfte hier zu wenig sein. Solek im 1 gegen 4. Das kann er natürlich auch nochmal machen. Hat er gerade ja schon mal. Aber das ist nicht die, das hier sind nicht die Stofftiere und es war auch überhaupt keine Zeit mehr auf der Uhr. Großer Fehler, dass man da die Bombe so offensiv hat legen wollen, ohne dass jemand Backup gegeben hat. Dadurch war die down, ein Spieler war weg für free, wie man so schön sagt. Und somit Leisure hier mit dem Gewinn der ersten Runde haben sich fünfmal direkt die UMP geholt. Und auf der anderen Seite sehen wir die Deagle-Kevlar-Runde, mit der Berserk das Blatt hier wieder drehen möchte. Oh, Berserk, ganz langsam und leise gehen sie da die Mitte durch. Jetzt die erste Flash da. Mehr haben sie natürlich auch nicht. HE hat verraten, dass da einer noch im Fenster ist. Da soll jetzt anscheinend geboostet werden. Ja, Kito macht sich da hoch auf die. Oh, der gibt den ersten Headshot. Xelbau sofort zerstört. Und damit natürlich die beiden Spieler auf dem A-Spot abgeschnitten durch Kito, der hier weiter ausschließt. Hat oben einen gesehen, zweite Kill von ihm. Und jetzt geht er gegen Amigo. Der ist da offensiv. Kito mit dem 3K schon. Die Bombe wird jetzt gelegt. Damit ist auch einer der beiden verbleibenden CTs bekannt. Die müssen jetzt gucken, dass sie hier die Runde nochmal retten können. Beide kommen sie über Stairs, über Jungle. Wissen oder können sich denken, dass einer im Haus ist. Wissen, dass einer höchstwahrscheinlich Kelvin gepusht hat. Gehen gegen Solek. Der kann nochmal Schaden an Meier machen, aber das dürfte hier nicht reichen. Die haben ein Kit. Meier jetzt mit dem Kit dran. Oh, und da wurde nochmal, immer wieder wird angefused. Jetzt zieht Meier durch und Rack, der kann es nicht verhindern, geht jetzt am Ende nochmal raus. Aber das Einzige, was er da noch schafft, ist Jensen $600 aufs Konto zu überweisen. Somit der schöne GAU von, wer war's? Von Kito. Kito konnten seine Mates leider nicht mehr verwerten. Er hat 3 Kills gemacht und dann war es zu Ende. Die letzten beiden Spieler
von Lejeune ist sehr, sehr schön ausgespielt. Trotzdem, es war nur die Eco der Force Buy. Jetzt haben sie nochmal runtergekauft, denn sie wissen natürlich, wie viel Schaden sie an der Ökonomie von Lejeune angerichtet haben. Es soll den A-Split geben. Oh, und Tarzin ist da raus. Er kriegt nochmal einen Headshot von Pardau. Aber das Wichtige ist, dass hier Berserk einen Mann mehr in der Runde hat. Vier CTs nur noch, die es hier verteidigen wollen. Amigo kriegt nochmal die Flash rein. Sieht zumindest, oh, jetzt sieht ihn nicht. Er hat ihn nicht gesehen. Das ist ganz gefährlich. Der hätte nochmal einen Free-Frag gegen Rack kriegen können. Aber für jeden liegen die Smokes natürlich alle so ein bisschen anders. Faden ein bisschen anders. Hat es nicht gesehen gehabt. Deswegen immer noch ein Mann Vorteil für Berserk. Die bauen sich jetzt für den Aga auf. Haben einen Spieler im Ladder Room. Einen vor allem auch schon im Connector. Drei Spieler wollen es hier verteidigen und von hinten kommt schon Jensen und der könnte hier der Joker sein, der gebraucht wird. Tarzin sofort tot. Ja, sie sterben einfach nur. Zu dritt gehen sie da durch. Und auch Toni, der von der Seite kommt, kann nichts mehr machen, außer zu sterben. Kito kann den Kill gegen Amigo nicht setzen. Der überlebt hier mit 3 HP noch. Und im 1 gegen 4. Da sollte er nicht viel anderes mehr hinkriegen, als vielleicht seine AK noch durchzubringen für die nächste Runde. Auch diese Runde, die gut anfing für Berserk, konnte Lejeune super umschiffen. Die sehen hier auf der CT-Seite deutlich stärker aus als vorher. Nochmal, ups. Okay. Ja, nochmal gekauft bei Berserk. Sie sind immer wieder knapp davor, solche Runden dann auch mal mitzunehmen, aber es reicht nicht. Lejeune, die kommen immer weiter ran. Auch jetzt hat Lejeune einen Mann mehr auf dem Platz. Auch wenn natürlich Meier und Amigo sehr, sehr angeschlagen sind. Die beiden sind hier für jede Waffe einen One-Hit. Das ist natürlich auch nicht ideal. Zumindest hat Berserk keine HEs, die vielleicht mal irgendwoher geflogen kommen könnten. Tarzin jetzt. Oh, der hat die nicht gesehen. Tarzin hatte keinen Fokus auf Meier. Der kriegt dann den Kill. Und das wäre hier ganz, ganz wichtig gewesen, da den Kill zu machen und dann den Zugriff Richtung A. Der jetzt kommt von Berserk. Sie legen die Bombe. Oh, und da gibt es viel Schaden. Toni kann die Bombe legen. Zumindest schon mal diese 800 geholt auf Rack. Auf den muss es jetzt hier so ein bisschen ankommen. Der kriegt den Kill. Oh, und Meier, der nimmt Amigo mit. Das ist natürlich nicht das, wie es hier laufen soll. Rack ist aber auch bekannt, wo er sich aufhalten muss. Der wird da komplett weggesmoked, was auch immer. Und er kriegt es, weil sie Meier dran setzen, der wenig HP hatte. Der hatte halt das Kit. Pardo jetzt das Kit. Er wartet darauf, kriegt den Kill. Kann es noch durchdiffusen? Ich glaube, das geht durch. Das wird ganz, ganz knapp, aber er schafft es noch. Oh mein Gott, da war wirklich nicht mehr viel Zeit dafür da. Am Ende aber die Anschlussrunde für Lejeune. Jetzt aber mal ein besserer Buy von Berserk. Die 800 haben hier definitiv geholfen. Sie sind ja auch im fast vollen Loser-Bonus. Und dann ist es Toni mit der AWP. Nimmt sofort Amigo raus. Und auch Xelbo kriegt da die Granaten unter die Füße geworfen. Major muss da aufpassen. So
offensiv, wie er da gerade seine Granaten wirft. Ja, und jetzt, Berserk, müsstet ihr mal mit diesem einen Spieler mehr in der Runde auf jeden Fall was anrichten können. Das bloß nicht wieder verspielen, denn ansonsten sehe ich hier wirklich schwarz für euch. Xelbon aber auch nochmal eine, naja, nicht so gute AE ausgeteilt, ein paar Damage zumindest. Und das mit den Flaggen, das hat was damit zu tun, wer das Team kreiert hat oder sowas. Oder wer da Captain ist oder so, dessen Flagge wird vom E-Bot dann reingesetzt. Das ist natürlich total nervig. Oh, Jensen! Hatte das gar nicht erwartet, aber Tazi, der bringt ihm die Bombe. Kito mit dem Refake Bombe damit wieder unter Kontrolle. Aber man sieht schon bei Leisure die Rotation Richtung B-Spot. Die wissen im B-Haus, da war die Bombe. Meier jetzt hier, der kriegt dann auch Kito. Toni kriegt einen. Der muss hier die Schaden machen. Der kriegt noch ein 3K von ihm schon. Der will hier auch die letzte. Oh, komplett blind mit dem Timing. Toni entscheidet es. 4K. Wieso nicht? Wenn man es als Team nicht gewinnen kann, dann gibt man halt Toni die AWP und er fährt da einfach mal drüber. Der erste, der hier auf die 20 Kills gekommen ist. Richtig starke AWP-Aktion von ihm da gerade. Gerade dieser allerletzte Kill, der war doch erste Sahne. Das muss man ihm auf jeden Fall lassen. Und Leisure, die sind direkt in eine Eco gezwungen. Kein Geld mehr. So viel Damage haben sie die Runden davor immer wieder gekriegt, dass sie jetzt nichts mehr haben. Solek mit dem ersten Kill gegen Amigo, der wollte natürlich ein bisschen was ausschießen, irgendwo einen Vorteil für sein Team ergattern. Das hat er nicht geschafft. Und auch Pado kann das Ablenken von Xelbor nicht ausnutzen. Der macht es dann halt selber. Wenn man es richtig machen will, dann macht man es selber. Kriegt sofort direkt noch einen. Toni findet aber Meier in der Mitte. Trotzdem Toni und Tarsin sehr, sehr angeschlagen. Aber es ist jetzt auch nur noch Xelbau gegen den Rest, gegen drei Spieler von Berserk. Alle Mann angeschlagen, Bombe wird aber gelegt. Er hat kein Kit, er hat kein Kevlar. Im Grunde kann er sich, sobald die Bombe gleich gelegt wurde, auf den Weg machen und die AK saven. Und es sieht ganz so aus, als würde er das auch versuchen. Ja. Meier fragt nach HP. Der hat auch gedacht, dass er genug Schüsse reingesetzt hat, um da wen zu töten. Aber drei Spieler von Berserk sollten hier die Runde noch überleben. Berserk zieht wieder davon. Jetzt Geld bei Leisure. Die AWP fehlt. Es mangelt ein bisschen an Equipment, aber ganz so schlimm ist das nicht. Trotzdem, Leisure, die müssen die Runde holen. Ansonsten sind sie wieder in der Eco. Und Berserk, die sind natürlich kurz davor, hier die entscheidenden Runden auch mitzunehmen. Jetzt soll es übers A-Haus gehen. Ganz schnell da durchgehen. Oh, und was ist das denn? Aber am Ende machen sie die Kills. Pado, der Erste, der da ein Refact machen kann. Aber dann stirbt er auch. Somit 2 gegen 4. Die Bombe wird gleich gelegt. Ja, und Meier, der wollte da zurück, wo Jensen gerade herkam. Der will sich hier auch nur noch zurückziehen. Das verstehe ich gar nicht. Jetzt hat Jensen den Call auch gekriegt. Zieht sich auch zurück. 13 zu 9. Viel Geld ist nicht drin. Sie kriegen, lasst mich kurz rechnen, 2, 4 dazu. Das reicht nicht wirklich, um zu den 2 Waffen noch dazu zu kaufen. Und Tarsin, der ist halt auch noch auf der Jagd. Der riecht das. Der weiß, dass er... Oh, oh, aber er kriegt ihn nicht. Er hat es nicht ganz damit gerechnet, dass er doch wirklich da in der Ecke sitzt. Sonst hätte er den Headshot definitiv machen können. So weiß man aber, dass Leisure hier ihre Waffen durchbringen will. 13 zu 9, damit überhaupt nicht gefährdet. Aber die nächste Runde, wenn wir uns das Geld angucken, es ist alles andere als ideal. Jetzt dazu zu forcen, zu diesen 2 Waffen, das könnte hier das
Schicksal besiegeln für Leisure, wenn sie es nicht holen. Sie machen es auch nicht. Sie lassen es bei den. Sie belassen es bei den beiden Waffen. Oh, schnell durch die Mitte. Meier sofort tot. Eine der beiden Waffen ist down, aber Xelbo auf kurz erfolgreich. Tarsin hat da zwei gesehen. Die kriegen viel Schaden, aber Solek wird da alleine gelassen. So ein bisschen von Tarsin. Da gibt's ganz, ganz viel hin und her. Jensen konnte sich schon eine Waffe ergattern. Im 1 gegen 2 jetzt gegen Toni und Rack. Oh, und dann mit dem Messer in der Hand, aber Rack konnte es nicht ausnutzen. Das hat Jensen da nochmal gerettet. Jetzt legt man da nochmal ganz anders. Toni muss erstmal überlegen, wie denn jetzt, wo denn jetzt, oh mein Gott, jetzt hat er aber gelegt. Und das macht es ungleich schwerer für Jensen, denn er hat kein Kit. Er hat eigentlich keine große Zeit. Er kann natürlich die Smoke jetzt super nutzen, aber 10 Sekunden den Diffuse dran zu bleiben. Ob er das schafft, das wage ich zu bezweifeln. Das wollen Toni und Rack natürlich verhindern. Er schließt hier ein bisschen aus, aber das ist die falsche Richtung. Im Grunde hat es das jetzt auch besiegelt. Er kann hier eigentlich nur noch die AK durchbringen. Es sieht auch so aus, als würde er das machen. Setzt sich da in die Ecke und damit 14 zu 9. Berserk ist wieder zurückgekommen. Haben den Vorteil direkt wieder aufgebaut auf diese 5 Runden. Und wenn Leisure sie jetzt mit dieser Runde nicht stoppen können, dann könnte Berserk mit diesem einen Push vielleicht sogar schon ins Finale kommen. Jetzt aber Amigo mit der AWP, der Rest von Leisure auch mit guten Waffen, mit viel Equipment auf diese Runde wird es hier definitiv ankommen. Richtig schöne HE. Jensen, die hat er richtig gut geworfen. Trotzdem kommt der B-Go. Aber dann verbrennt sich Kito halt selber. Zumindest sah es so aus. Oh, Toni droppt da einfach runter. Kriegt den Kill gegen Jensen. Vor kurzem kommt Tarsin. Der hatte Meier da gar nicht gesehen. Kriegt aber zwei Kills. Damit wieder ausgeglichen. Die Bombe könnte jetzt gelegt werden. Und die beiden verbleibenden CDs, Padau und Amigo, die kommen beide aus der Kitchen. Es ist für Tarsin gelegt worden. Beide haben sie sich jetzt da in die Richtung zurückgezogen. Solek steht hier, kann den ersten nehmen, dann aber mit dem Refack. Dadurch weiß Tarsin auf jeden Fall, wo der andere Spieler ist. Aber Migo, der hat hier auch noch eine Scout. Nein, nicht keine Scout, was sage ich denn? Eine Smoke. Hört sich eh nicht an, ist aber nicht dasselbe. Oh, und dann zieht er sie. Und das war zu spät, denn Tarsin, der piekt dann einfach mal so ein bisschen vor. Und kriegt die Kill 15 zu 9. Geld ist nicht ideal, aber damit kann man zumindest Farmers, UMPs, was auch immer kaufen. Jensen hatte sogar so viel gesammelt, dass er hier nochmal eine M4 legen kann. Und somit gehen wir hier in die vielleicht letzte Runde dieses Matches. 15 zu 9, 6 Map-Bälle, Matchbälle für Berserk. Die wollen es hier aber nochmal zurückbringen. Toni wartet auf den Kill. Kito ist da raus und da sind zwei Drohnen. Oh, und der bangt ihn. Aber da war noch einer. Padau mit dem Refrag 4 gegen 4. Toni hat da auch schön viel Schaden schon abgekriegt. Muss aufpassen, denn mit einem oder zwei Hits ist er auch schon geliefert. Jensen, oh, der hat hier ganz, ganz viel ausgeschlossen. Sie wissen, dass da nichts Richtung B ist. Ja, Amigo, wieso fragt er das? Denn davor war bekannt, Padau hat sich zu ihm unters... Ja, da wird's auch gesagt von Kito. Padau ist unters
Holz gelaufen. Natürlich schießt Kito dann da durch. Vor allem, wenn eine Gegenflash kommt, dann hörst du halt nicht auf zu schießen und läufst wie ein kopfloses Huhn rum. Oh, schön vom Badao. Geht davor und direkt der Headshot gegen Toni. Aber dann Zolek. Der war ein bisschen zu viel. Trotzdem. Ah, hätte er da ein bisschen länger gewartet. Jensen von hinten und der hat hier die Bombe. Das hat er zu spät gesehen. Jetzt hat er sich durch die Flash verraten. Kriegt aber den Kill gegen Zolek. Den hat er da gehört und gehabt. 3 gegen 2, nein, 3 gegen 1. Es ist nur noch Tahsin. Er hat 20 Sekunden, die Bombe ist unter Kontrolle der CTs. Ist jetzt auch bekannt und Xelbau macht es am Ende dann mit der Pistole. 15 zu 10. 5 Runden muss Leisure noch am Stück holen. Wenig Geld bei Berserk. Die forcen das nochmal. Für Toni wäre es eh eine Doppel-Eco gewesen. Dem wurde dann anscheinend nochmal gelegt. Rack mit der 250. Aber gut, mit 4 AKs ist man trotzdem sehr, sehr gefährlich. Und wir sehen. Oh, Kito, Kito, Kito kriegt keinen. Zu zweit sind sie davor gegangen. Und das hat sich hier bezahlt gemacht. Xelbau büßt viel HP ein, aber das ist überhaupt kein Problem. So viel HP zahlt man für einen Kill, ohne zweimal drüber nachdenken zu müssen. Oh, aber dann Xelbau wollte ein bisschen zu viel. Tahsin mit dem Refrag. Oh, und Zolek, das zweite Mal kriegt er da so ein. Letztes Mal war es Amigo. Diesmal läuft ihm Padao da rein. Und das war ein bisschen zu viel. Er wollte eine bessere Position für den A-Spot sich sichern. Einfach ins A-Haus reinstellen. Von da aus ist man sehr schwer rauszuholen von der T-Seite aus. Aber das war dann ein bisschen zu viel und das könnte sich hier vielleicht als der entscheidende Fehler erweisen. Denn jetzt ist es nur Amigo, der im Kerrigan sitzt. Zwei Spieler immer noch auf dem B-Spot, die denken. Leisure denkt immer noch, dass Berserk sich eher Richtung B orientieren möchte. Aber die stehen zu dritt vor dem A-Spot. Da wird weiter Stress gemacht. Von Tahsin. Der geht da jetzt auch einfach durch. Springt runter. Instant Headshot von Jensen. Trotzdem ist es der GAU Richtung A. Amigo kann es nicht aufhalten. Aber nach kurz kann nicht gelegt werden. Jensen macht das da sehr gut. Kriegt auch den Kill. Und es scheint wieder auseinanderzufallen, weil da nicht gelegt werden kann. Jensen holt die Bombe. Es ist nur noch Solek. Und das verstehe ich nicht so ganz. Das hätte man hier definitiv besser ausspielen können von Berserks Seite aus. Aber am Ende lassen sie sich da von Jensen vernaschen. Jetzt eine Eco. Pistols werden gekauft. Fünfmal P250s. Eine Flash. Alle Mann Richtung A-Spot. 4 Stück kommen gleich aus dem Haus. Für die wird dann höchstwahrscheinlich geflasht. Xelbau sieht hier in der Mitte, dass er nichts sieht. Und dann natürlich der GAU kommt jetzt. Xelbau auf dem Weg. Padao und Amigo. Amigo mit den 3K. Sie schießen es einfach runter. Keine Chance vom Berserk. 3 Runden noch Leisure. Sie sind auf dem Vormarsch. Sie wollen es. Sie kriegen die Kills dafür. Und Berserk, denen fehlt gerade wieder dieses Momentum, um da durchzukommen durch diese so starke Deckung von Leisure. Berserk hat wieder gekauft. Es fehlt an allem, außer an den AKs. Davon haben sie 5. Meier. Und wer ist es? Xelbau wieder aggressiv. Ne, es ist nur Meier, der da aggressiv unten lang gegangen ist, aber das muss hier auch gesehen werden und dann dieses Mal ist es zu viel. Man kann es nicht immer jedes Mal machen. Irgendwann dann achten die Spieler von Berserk da halt auch drauf. Selbst wenn sie es in der Mitte nicht gesehen haben, dass einer runtergedroppt ist, wissen sie, dass das immer eine Gefahr sein kann und achten dann natürlich gleich doppelt darauf, ob da einer sneaky-weaky hochgeschlichen kommt, diese Treppe. Meier hat es mit dem Leben bezahlt und gibt damit die Öffnung, die hier vielleicht genug sein könnte, um für Berserk die Runde zu bedeuten. Aber noch warten wir darauf, dass hier mehr passiert. Xelbau hat, glaube ich, was. Nee, er hat noch nichts gesehen. Wirft mal den Molotow rein und springt natürlich weiter hier rum. Oh, und dann muss er hier
aufpassen. Kito sucht ihn und will ihn da, aber dann ist Jensen zu seiner Hilfe da, holt den ersten Kill der Runde. Es ist wieder ausgeglichen, war nicht der erste Kill. Tarzin aber auf dem anderen Spot erfolgreich in der Mitte. Da steht auch immer noch Rack. Der kriegt den Kill gegen Zellbau. Der ist ihm da genau reingelaufen. Jensen wieder mit dem Refake. Er ist hier gerade ganz, ganz wichtig für sein Team. Den muss man ausschalten, wenn man hier die Runde will. Jensen. Und er kriegt er den Headshot. Es ist nur noch einer. Es ist nur noch Pando. 1 gegen 3. Und dann ist es Tarzin. Der macht es hier. Der holt die letzte Runde. 3K von ihm. Und damit macht es Berserk fertig. Am Ende das 16 zu 12. Leisure hat sich nochmal sehr, sehr gut rangekommen.